Da sind sie ja schon. Ja, warum ich Kaffee aus einem Objektiv einer Kamera trinke? Das sind Sparmaßnahmen. Kennen doch unsere Pearl-TV-Tassen, oder? Hat man eine ganze Menge von, aber unsere Kunden, vielleicht sogar Sie, haben schon fleißig zugegriffen. Das war ja ein Gratisartikel, den Sie sich dazu bestellen konnten. Da sind für uns Moderatoren keine Tassen übrig geblieben. Was will man denn da machen, wenn man zwischendurch mal einen Kaffee trinken will? Hm? Ja? Natürlich Blödsinn, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Das, was ich hier in der Hand habe, das ist eine Kaffeetasse. Ja, es ist eine Kaffeetasse. Auch wenn sie so aussieht wie ein klassisches Objektiv aus einer Spiegelreflexkamera. Ja, das nennt man DSLR-Kameraobjektiv und das sieht wirklich einem echten Kameraobjektiv einer Spiegelreflexkamera zum Verwechseln ähnlich. Ist das nicht irre? So, jetzt haben wir natürlich hier nicht nur die Optik eines wirklich richtig echten Spiegelreflex-Kameraobjektivs, jetzt haben wir natürlich auch gleichzeitig die Funktionen, die ein vernünftiger Becher haben muss. Zum einen haben wir hier einen doppelwandigen Becher, das heißt gerade heiße Getränke und ich habe hier einen leckeren Cappuccino drin, kann es nicht so weit kippen, sonst mache ich hier Sauerei auf dem Tisch. Den kann ich also ohne weiteres locker anfassen. Heiße Getränke, Tee, Grog oder im Winter mal ein Glühwein oder was, kann ich locker anfassen hier. Mit einem Glas oder mit einer dünnwandigen Tasse hätte ich da eigentlich keine Chance. Hier haben wir eine Doppelwand, das heißt eine super Isolierung. Ich kann also auch heiße Getränke locker anfassen. Ja? Auch kalte Getränke passen natürlich hervorragend da rein, weil das ganze Innenteil dieses, ja, ich sag mal, dieses Bechers, dieses Kameraobjektivs hier aus Edelstahl besteht. Ja? Da passt übrigens eine ganze Menge rein. Da haben wir eine Füllmenge von locker 400 Millilitern. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Cappuccino hier, der schmeckt richtig gut. Hm? Nehmen wir mal einen guten Schluck. Das Schöne ist, dass wir hier eine vernünftige Größe haben. Das ganze Kameraobjektiv, unser Becher, ist 13,5 cm hoch und hat einen Durchmesser von 8,3 cm. Ist also auch wirklich eine vernünftige Größe. Also nicht nur von der Optik, sondern auch von den Größendimensionen fast zum Verwechseln ähnlich zu einem klassischen, originalen DSLR-Kameraobjektiv einer Spiegelreflexkamera. Ja. Jetzt sehen Sie natürlich hier vorne noch eine Kleinigkeit mit dazu. Und diese Kleinigkeit würde man normalerweise, wenn ich jetzt Fotograf wäre oder Kameramann, als Linse bezeichnen. Ist auch in gewisser Art und Weise so geschliffen. Ob sie jetzt tatsächlich für eine vernünftige Fotoaufnahme herhalten könnte, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu wenig Fotograf. Was man aber damit machen kann, man kann damit seinen Kaffeebecher verschließen. Ja? Ist das nicht cool? Wenn Sie also jetzt unterwegs sind, wenn Sie zum Beispiel im Auto fahren oder irgendwo unterwegs sind, auf dem Weg zum Bus oder zur Bahn oder was morgens, wenn Sie Ihren ersten Kaffee genießen möchten oder auch den zweiten oder dritten, dann nehmen Sie doch einfach den Deckel mit, dann kann eigentlich nicht mehr wirklich was passieren. Ja? Also wirklich auch zum Aufschrauben hier, der hat also auch einen Dichtungsring, ist nicht so tausendprozentig Jogging geeignet, sage ich gleich mit dazu, aber wenn es von mir aus im Auto mal etwas schärfer gebremst werden muss oder wenn Sie von mir aus mal in einem Bus sitzen oder in der Bahn und das schwappelt mal so ein bisschen, läuft da garantiert nicht wirklich was über. Ja. Es schmeckt ganz hervorragend aus diesem Objektivbecher, den wir gerade jetzt hier für Sie haben. Also der Cappuccino, da muss ich zugeben, den genieße ich schon ganz ordentlich. Kalte, warme Getränke werden Sie in der Zukunft auf eine Art und Weise genießen, die bei Ihrem Gegenüber wahrscheinlich eher für Kopfschütteln sorgen wird. Denn ähnlich wie ich die Sendung angefangen habe, werden die Leute bei Ihnen, wenn Sie aus diesem Becher trinken, wahrscheinlich auch gucken und sagen, was macht der denn da? Der trinkt doch da nicht allen Ernstes aus einem Kameraobjektiv. Ja. Gerade wenn Sie einen Fotografen haben oder jemanden, der sich mit Fotoarbeiten, mit Kameras und dergleichen ein Stück weit auskennt, vielleicht ein Hobby hat in diese Richtung oder so etwas vielleicht sogar beruflich betreibt und häufiger schon mal eine echte Spiegelreflexkamera in der Hand hat, der freut sich natürlich riesig, wenn er so einen Gag hier einfach mal als Geschenk dazu bekommt. Ja, vielleicht sind Sie auch selber ein Hobbyfotograf und arbeiten gerne mit Kameraobjektiven, mit Spiegelreflexkameras. Das ist heutzutage ja gerade bei den hochauflösenden Fotos, gerade auch im Magazinbereich, absoluter Standard. Haben Sie vielleicht selber Spaß dran. Es ist natürlich ein Mega-Gag und ein richtiger Lacher, wenn Sie hier aus so einer Tasse, aus so einem Becher tatsächlich Ihren Kaffee, Ihren Tee oder auch Ihren Glühwein oder was genießen. Und was wir hier so drauf haben, diese einzelnen Elemente, diese Einstellungselemente, die kann man nicht wirklich miteinander, oder die kann man nicht wirklich drehen. Das heißt, man kann hier nicht wirklich hier das Objektiv einstellen. Das ist mehr oder weniger nachempfunden. Aber ich muss zugeben, jetzt so als Kameraleihe, für mich sieht das Original aus wie ein klassisches Objektiv einer Spiegelreflexkamera. Eben mit Deckel geliefert und übrigens nicht nur mit dem Deckel geliefert. Wir haben auch noch eine praktische Tasche mit dabei. Die habe ich mir immer neben angelegt. Das heißt, wenn Sie es verschenken möchten, liefern wir also auch noch diese kleine praktische Tasche mit dazu. Wenn Sie es haben möchten, es ist die NC2845 und die 569 für unter 10 €. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit.